stehe hier in Paderborn in der Rosenstraße. Hinter mir ist eins von den neuen Werbedisplays, von denen wir jetzt 3 Stück, wenn ich das richtig sehe, in der Fußgängerzone stehen haben. Die sind neu, zeigen zurzeit nur Informationen. Ich denke, auf die Dauer müssen wir damit rechnen, dass die auch ganz entscheidend Werbung anzeigen. Denn ich denke nicht, dass die Firma Ströer die aus purer Wohltätigkeit in Paderborn aufgestellt hat. Wir von den Grünen finden die Dinger durchaus diskussionswürdig. Erstmal weiß ich nicht, ob man überall in der Welt so eine Werbeästhetik haben muss und jetzt auch noch beweglich und in bunt. Zweitens machen wir uns Sorgen, dass hier auf Dauer nicht für den Paderborner Einzelhandel geworben wird, sondern eher Werbung gemacht wird für irgendwelche anderen Firmen, vielleicht sogar für den Internet-Einzelhandel. Kurz gesagt, wir fürchten, dass es auf die Dauer passiert, dass Zalando vor dem Paderborner Schuhgeschäft Werbung macht. Was uns daneben noch stört, ich denke, über sowas wie Ästhetik kann man verschiedener Ansicht sein, aber was uns ganz entscheidend stört, ist, dass die Dinger hier aufgetaucht sind, ohne dass es dazu in der Stadt irgendeine Form von öffentlicher Diskussion gegeben hat. Der Bürgermeister hat mit seiner Verwaltung entschieden, dass die aufgestellt worden sind und die Menschen in der Stadt haben eigentlich erst davon erfahren, als sie schon standen. Da hat es keine Debatte gegeben, wollen wir sowas haben? Ist das Geld, was die Stadt für die Werbung bekommt, ist es das überhaupt wert? So eine Debatte hat es nicht mit den Menschen gegeben, so eine Debatte hat es nicht mit dem Rat gegeben. Und ich glaube, wenn man in der guten Stube der Stadt Paderborn so eine Änderung macht, dann gehört es sich, dass man da vorher drüber spricht. Das, finde ich, wäre der Bürgermeister den Paderbornerinnen und Paderbornern schuldig gewesen. Die Aufstellung dieser digitalen Werbetafeln hier in der Paderborner Fußgängerzone zeigt aber auch, dass wir in Paderborn noch einmal ganz grundsätzlich darüber sprechen müssen, was wir uns von der Digitalisierung versprechen. Denn wir haben in den letzten Jahren hier in Paderborn eine ganze Reihe an Maßnahmen in die Wege geleitet unter dem Mantelbegriff der digitalen Stadt. Wenn wir uns aber anschauen, was der städtische Pressesprecher zur Aufstellung dieser digitalen Werbetafeln kommuniziert hat, dann waren die wesentlichen Argumente, diese digitalen Werbetafeln sind digital und deshalb passen sie sehr gut zur digitalen Stadt. Wir glauben, dass wir, wenn wir über die Digitalisierung sprechen, da weitergehen müssen. Eine Digitalisierung nur um der Digitalisierung willen hat keinen Vorteil, sondern wir müssen bei jeder Digitalisierungsmaßnahme schauen, welchen ganz konkreten Nutzen hat diese Maßnahme, kann diese Maßnahme entwickeln für die Bürgerinnen, für unsere Stadtverwaltung, für die Stadt Paderborn. Also ein Beispiel dafür kann sein, wenn ich einen Behördengang von zu Hause, von der Couch aus erledigen kann, dann hat das einen ganz konkreten Mehrwert. Wenn ein Planungsverfahren durch den Einsatz einer neuen Software, eines neuen digitalen Verfahrens präziser ausgeführt werden kann, schneller ausgeführt werden kann, dann hat das einen ganz konkreten Nutzen. Aber eine digitale Werbetafel, die damit beworben wird, dass sie besser sei, weil sie digital ist und weil die bisherigen quasi analogen Werbetafeln ja so häufig verdreckt waren, da fehlt uns diese Argumentation, weil wenn man sich diese digitale Werbetafel anschaut, da ist für mich nicht klar, warum die jetzt weniger von Vandalismus und Beschmierungen betroffen sein soll wie eine analoge Werbetafel, hat die einen digitalen Selbstverteidigungsmechanismus, von dem wir nicht wissen. Ich glaube nicht. Und von daher sind wir ganz eindeutig der Meinung, wenn wir über Digitalisierung, wenn wir über die digitale Stadt sprechen, dann müssen wir zu den einzelnen Maßnahmen ganz konkret schauen, was bringen die den Paderbornerinnen und Paderbornern. Wenn ihr diesem Kanal folgt und schon einige unserer Videos gesehen habt, dann habt ihr ja sicherlich schon einiges erfahren, was wir über unsere Arbeit im Rat der Stadt Paderborn erzählen, was wir über die Themen erzählen, wo wir noch nie drüber gesprochen haben. Das ist, wie so ein Stadtrat eigentlich funktioniert und wie die Grünen da eigentlich funktionieren, wie wir vorgehen, was wir machen und so weiter. Und genau das wollen wir am 18. September in der Grube im Liborius Forum, da im Gemeindehaus, ab 19 Uhr erzählen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, da sind alle Menschen herzlich zu eingeladen und wir freuen uns, wenn auch ihr kommt und euch da informiert und mit uns darüber sprecht, wie Ratsarbeit funktionieren kann. Und wie immer gilt, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann abonniert bitte unseren Kanal.